Hallo Leute, willkommen zurück zu unserem kleinen Flugprojekt hier gerade. Wir müssen ja weiterhin unsere Station bauen, um die Welt zu retten oder die Menschheit zu retten. Und wir haben hier gerade einen Orbit von 460 Metern. Wir versuchen jetzt da draus einen Orbit zu machen, um dann wiederum herauszufinden, ob ich damit bis zum Mond komme. Oder in die Nähe vom Mond. Ich will ja eigentlich, will ich nur den einmal zum Mond schicken, Science sammeln, so viel wie geht und wieder zurück zur Erde. Könnte natürlich sein, dass wir auf dem Weg zum Boden Probleme kriegen. Könnte sein. Aber scheiß drauf. Bremsen! So, ein bisschen geht's noch. Also passt. Soweit auch wieder nicht. Wo schaue ich denn gerade die Rakete an? So. Ich darf nicht zu viel spielen mit den Dingern. Jetzt kriege ich wieder Ärger von Papa. Nein, Schatz. So, einmal auf halbe Frottel gehen. Auf halbe Frottel. Dann schauen wir, was mit dem Orbit passiert. Ja, er wird größer. Geht es in die Gegenrichtung, geht es in meine Richtung. Dann tun wir mal so ein bisschen die Frottel erhöhen. Ich hörte es gerade. Hört es auch nur von links? Also ich höre es auch nur von links. Jetzt höre ich von rechts? Jetzt höre ich von links. Ist voll lustig. So, okay. Wir bauen dann hier gleich mal den Orbit so weit aus wie geht. Bedeutet, wir machen jetzt einfach hier full. Und schauen mal, ob wie weit wir mit dem Benzin da kommen. Wir sind ja noch nicht mal bei der Hälfte. Was soll denn die Kacke? So, ja, wächst schön. Flupp. Das geht echt. Wie weit kommen wir denn da? Oh. Soweit. Der Tank ist leer. Bitte mal nachfüllen. Wie groß ist denn dein Verbrauch? Ich habe nicht keine Antenne mitgenommen. Das ist ein schöner Plan, ne? Die lässt sich auch viel besser steuern. Gib mal einfach Full Throttle und bei der Hälfte müssen wir dann aufhören. Circa. Ich mag einmal ganz weit raus. Einmal in meinem Leben wollte ich auf die große Erde von oben sehen und das mache ich jetzt. Es könnte sein, dass wir treffen. Wir könnten aber auch da drüber fliegen. Die funktioniert sogar. Die Rakete ist nicht schlecht. Sie ist bloß hundsgefährlich. So, okay. Jetzt fliegen wir einfach mal. Das ist der weitste Orbit, den wir jetzt hätten. 11 Millionen Meter. Das bedeutet im Grunde 11.636 Kilometer entfernt von der Erde. So, jetzt lassen wir den mal hier und dann gucken wir mal, wie viele Punkte hier wir kriegen, wenn wir hier einmal... Achso, nee, hä? Ich kann die nicht anklicken. Hä? Hä? Also normalerweise müsste ich das doch anklicken können. Nein! Wir haben keinen Strom mehr! Och, Ficker! Scheiße! Och, Manno! Das finde ich jetzt gerade ganz und gar nicht gut. Und wieso kann ich nicht mein Crew Report? Ich kann ja nichts machen!
Ich kann die nicht mal aus einer Box holen, aber ich müsste doch mindestens ein KWE-Dings da machen. Scheiße! Ich kann ja wirklich nix. Kriegt man Strom, wenn man... Oh oh. Oh oh! Vielleicht hört ihr es gerade nicht, aber ich... Ich versuche gerade Gas zu geben. Nein! Ich glaube, wir haben so dezent Problem. Sorry, Bill. Ja? Scheiße! Och, Manno! Scheiße. Also, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er kreist jetzt einfach sein Leben lang da lang, oder das andere, was ich vermute, er kracht irgendwann jetzt in den Mond. Och, Manno! Kriegen wir nicht irgendwie Strom? Ich gebe jetzt einfach mal Vollgas und schaue, ob ich irgendwie Strom krieg. Bill, erzeug deinen verfickten Strom nochmal. Dein fucking Ernst? Ich war dauernd im Fahr... Ich war zu schnell. Ach, bin ich denn komplett blöd? Ich denke, das ist der Strom. Und ich frage mich schon, wieso kann ich das nicht anklicken? Ja, Herr Willard, man sollte vielleicht mal auf die Anzeigen gucken. Ich mag am höchsten Punkt EVA. EVA, EVA, EVA. EVA Report. Oh, Manno! Ich war noch nie so weit draußen. 37 bis jetzt. 3,5. Ja. Alles Mumpitz. Mumpitz. Okay, unsere Mission ist jetzt, so lange hier zu kreisen, bis wir einen Mondorbit kriegen. Oh, das hätte gut werden können. Das hätte echt gut werden können. Oh, Mann! Unsere Mission ist einfach kreisen zu lassen. Einfach let it go. Hey, irgendwann muss ich doch den treffen. So klein kann die Anziehungskraft jetzt wiederum auch nicht sein. Jawohl, 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 jawohl. Was soll die Kacke? Ja, das ist genau das will ich, genau das will ich, genau das will ich, genau das will ich, genau das, 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 das. Es kann schief laufen jetzt wieder mal, aber wir kriegen Mondpunkte. Oh, das wird so schön. Oh, das wird so richtig schön. Wir müssen da nur noch Minmus kriegen. Vielleicht kriegen wir da noch Batterien, haben wir mehr Strom. So, okay, das kann jetzt schief laufen oder es kann gut laufen. What the? Frage ist, kriegen wir dich danach hier weg? Also kriegen wir dich wieder danach weg? What the fuck? Was wird denn das? Ich muss diesen Orbit jetzt zumachen. Ich muss halt schauen, dass ich nachher dann irgendwie den Orbit wieder rauskrieg, so dass der passt. So, okay. Oh, mein Mystery-Goo?
20 Science? Board, sorry. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Das kann jetzt so schief laufen. Ich habe nicht null Plan, wie wir zurückkommen sollen, ne? Das ist euch klar. Boah, das leckt gerade. Alter, das ist nah vorbei. Ist das schon der tiefste Punkt? Das ist fast der tiefste. Das ist jetzt der tiefste Punkt. EVA? 24 Science? Alter, das wird geil. 30? Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es gedacht habe. Warte mal, jetzt machen wir den nochmal. Reset? Observe. Boah! 75 Science! Boah! Alter! Okay. Eindeutig Keep. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir heimkommen mit der Rakete. Also ich würde ja mal schauen, dass wir jetzt erstmal den Orbit rausschießen. Müssen wir schauen, ab wann wir denn so weit sind, dass wir... Komm, schieß raus. Schieß dich aus dem Orbit. Passt. Oh Gott, das wird lustig. Und Gas geben. Hui! Müsste am höchsten Punkt dann ein bisschen spielen. Okay, und einmal rum. Dumm. Das waren jetzt 27 der 28 Tage bis jetzt, die er da geflogen ist. Oh, die arme Sau. Die arme Sau. Und ich habe gerade Tesla angemacht. Aber Ben, Bill, wer auch immer du bist, du kommst bald heim. Ich würde ja mal umgebracht. Mit so einer ähnlichen Mission. Die war genauso gut, aber sie hat halt nicht so einwandfrei gefunzt. Nein, ich will keinen Mondorbit haben. Weil er schießt mich am Ende noch raus. Mit dem Antrieb bist du voll gut im Space. Gibt ja viel Benzin hier vor allem noch übrig, haben das war ein Tank. So, okay, wir landen zwar wieder auf der dunklen Seite, aber es sollte funktionieren. Sagte er und scheiterte daran. Oh Gott. Das ist jetzt nicht so wie geplant. Junge, dreh dich um! Nein. Dreh dich! Fuck! Oh Mann! Mir will die Mission nicht von vorne machen. Die war kacke Scheiße lahm. Nee, Mann.
Nur weil die Scheiße sich nicht dreht. Oh, ihr Ficker. Ihr kleinen Hurensmitz, ey. Oh Mann. Space Center. Scheiße. Oh Mann. Damit hätten wir uns jetzt alles leisten können, was wir brauchen. Wir hätten uns die hier leisten können. Wahrscheinlich sogar die dazu. Oh. Oh. Ah, hier gibt's Batterien. Das ist mal eine gute Info, weil wir brauchen Batterien. Wisst ihr was, in der nächsten Folge gehen wir nochmal in Flugzeuge und tun so ein bisschen Surface machen. So ein bisschen gucken, was wir da für Punkte kriegen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!